Moin, moin, liebe Leute, und willkommen zu einem kleinen Indie-Spotlight. Diesmal geht's um ein kleines Puzzle-Game namens Mousecraft, was so in etwa eine Mischung aus Lemmings mit Tetris und auch vielen anderen Elementen ist. Das klingt jetzt im ersten Moment vermutlich etwas merkwürdig, funktioniert aber erstaunlich gut. Ich bin normal kein Fan von Puzzle-Games, aber das finde ich hin und wieder doch relativ interessant. Es hat eine ziemlich langsam ansteigende Entwicklungs- und Schwierigkeitskurve, ist aber nicht zu einfach. Also ich habe ein paar Level gespielt, das ist schon interessant, und wir schauen uns nachher auch mal den Level-Editor an. Der ist nämlich verdammt gut umgesetzt. Aber wir fangen erstmal an, indem wir normal im Puzzle-Modus durchstarten. Das Ganze ist gerade in der Alpha, die Alpha-Version ist komplett kostenlos. Ich packe einen Link in die Videobeschreibung, da könnt ihr das auch runterladen. Und ich glaube, bis zum 31. August könnt ihr das komplette Spiel, wenn es denn rausgekommen ist, vorbestellen jetzt halt. Für einen Preis, der euch angemessen scheint. Also ihr könnt von einem Dollar bis was auch immer ihr geben möchtet, ob jetzt 5 Euro, 10 Euro... oder Dollar besser gesagt, bis 100 Dollar, je nachdem was ihr wollt, könnt ihr für das Spiel ausgeben. Finde ich ist eine nette Sache, finde ich ist super auch für die, die jetzt nicht so viel Geld haben oder nicht so viel Geld ausgeben können. Ein Dollar kann, glaube ich, jeder vertreten. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung, aber wir schauen uns das Spiel jetzt erstmal an. Die Katze im Hintergrund ist schon ziemlich awesome. Der Katzendoktor. Der Steampunk-Doktor. Wir müssen diese Mäuse zu diesem Käse bringen. Die Mäuse können einen Block hoch springen. Und alles andere müssen wir schauen, dass wir dafür sorgen, dass sie auch so hochkommen. Hier sieht man zum Beispiel, sind zwei Blöcke. Hier werden sie nicht hochkommen. So, Mäuse können springen. Aber nur einen Block. Und da kommt der Tetris-Aspekt ins Spiel. Wir nehmen jetzt nämlich diesen Block hier und platzieren ihn hier hin. Und schon haben wir hier nur noch einen Block-Höhenunterschied. Können das Ganze auch vorspulen. Was ich immer schön finde in solchen Puzzle-Spielen, wo es darauf ankommt, dass sich etwas von A nach B bewegt. Aber das ist natürlich nicht alles. So, hier kommen natürlich jetzt schon mehrere Blöcke ins Spiel. Deswegen auch der Tetris-Aspekt. Ihr seht die Form. Das ist schon relativ offensichtlich. Den packen wir jetzt hier hin. Den hier hin. Und den hier hin. Alles nur noch einen Block. Und hier können wir auch zum Starten drücken. Und dann, wie gesagt, wieder ein wenig beschleunigen. Alles noch relativ simpel. Wir mussten jetzt tatsächlich ja nur von A nach C, weil sind ja drei Blöcke, gehen und die hier unten in die Lücken einsetzen. Aber es wird natürlich komplizierter. Aber es ist immer ein Schritt mit der Zeit. Hier lernen wir jetzt, dass wir die Blöcke mit der rechten Maustaste auch drehen können. Was wir auch sofort brauchen. Und wir sehen, dass wir von den Blöcken verschiedene Anzahlen haben. Hier haben wir zum Beispiel zwei normale Blöcke. Ist klar, die können wir jetzt hier hinsetzen. Hier ist wieder zwei hoch. Bauen wir eine kleine Treppe. Alles kein Thema. Starten wieder, spulen wieder vor, weil niemand wartet gerne. Obwohl, gibt es Leute, die gerne warten? Ich bin mir da nicht sicher. Und hier kriegen wir gleich einen neuen Aspekt des Spiels vorgestellt, der so eine kleine Extra-Herausforderung bietet. Nämlich Anima-Charts waren das, glaube ich. Ja. Alte kräftige Kristalle, die als Währung in der Welt von Mousecraft eingesetzt werden. Sammle sie alle, um dein Level zu maximieren, also deinen Level-Score zu maximieren. Und setze sie in unserem Store ein. Den Store habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Ich habe, wie gesagt, nur ungefähr, ich glaube, 12 Level hatte ich gespielt. Ihr könnt ja mal zurückskippen im Video, da seht ihr ja den Level-Auswahl-Screen, weil es ja auch wirklich nach und nach schwerer wird. Und sobald man bei einem Puzzle-Game zu sehr nachdenken muss, da verliere ich oft die Lust.
Ich weiß nicht warum. Deswegen mag ich Puzzle Games normal auch nicht, aber bisher finde ich das ganz interessant. So, hier tauchen jetzt die Anima-Charts auf, die wir natürlich sammeln möchten. Und das ist halt eine kleine Extra-Herausforderung. Ist jetzt allerdings auch noch nicht so schwer in diesen Leveln. Denn das kann man sich vorstellen, wie das Ganze zu funktionieren hat. So, das war wie gesagt relativ noch einfach noch. So, schon gibt es wieder lecker Käse, ne? Ich meine, Käse ist awesome. So, aber was erzähle ich euch? Das war natürlich noch nicht alles. So, jetzt sollte ich die Mäuse zuerst freilassen, weil wenn sie dann hierher rennen, dann sammeln sie den. Den und dann setze ich schnell diesen Block hier hin. Also jetzt kommen auch die ganzen Timing-Geschichten ins Spiel, wie es zum Beispiel auch bei Lemmings der Fall ist. Da ist ja auch viel Timing gewesen. So, dasselbe jetzt auch hier. Erstmal die Maus freilassen. Mal den hier hin und dann das. Das müsste hinhauen. Ja. Gut, ich bin nicht komplett grenzdebil. Ist ja auch eine Sache, über die man sich vielleicht mal freuen kann. Ich zeige euch einfach jetzt ein paar Level. Es wird vermutlich ein relativ kurzes Video. So, Mäuse können von maximal drei Blöcken runterfallen. Sobald es vier Blöcke sind, ja, werden sie leider zu kleinen Mäuseengeln und gehen über die Regenbogenbrücke. Aber das ist hier relativ schnell gelöst. Zack, drei Blöcke. Go for it. Der Trick dabei ist ja, dass man das auch in späteren Leveln bedenken muss. Und euch werden einige Mäuse verrecken in den ersten Versuchen der späteren Level. Vielleicht auch nicht, vielleicht bin ich auch einfach nur doof. Aber es wird halt von Mal zu Mal komplizierter. So, hier zum Beispiel wird es, glaube ich, doch schon etwas. Ja. Nicht ganz so einfach. Ich schaue gerade mal. Das müssten dann wieder nur drei Blöcke sein. Das ist okay. Dann lassen wir erstmal die Mäuse frei. Lass sie jetzt mal kurz dahin rennen. Warte, bis sie wieder zurückgehen. So, und lass sie dann hier wieder hoch. Gut, das war doch noch simpler, als ich gedacht habe. So, und schon wird eine neue Spielmechanik erklärt. Das sind nämlich Destruction Tokens. Die kann man sammeln, um Destruction-Punkte freizuschalten. Und mit diesen Destruction-Punkten kann man Blöcke zerstören. Ich finde die Katze oder was auch immer das darstellen soll, ziemlich cool. Und wie jede neu eingeführte Spielmechanik wird natürlich auch die jetzt erstmal in einem relativ simplen Level erklärt. So, Click to enter Destruction Mode. Damit machen wir dann erstmal den hier kaputt. Können dann das hier sammeln. Ja. Genau. Lassen Sie jetzt wieder erstmal frei. Lass die das jetzt mal eben einsammeln. Dann können wir mit dem Destruction Token den hier zerstören. Dann kommen die da unten an und den hier zerstören. Dann kommen sie zum Käse. Auch noch relativ simpel.
Aber ich denke mal, der Perfekt-Score wird irgendwann noch weichen. Hier könnten wir jetzt nämlich zum Beispiel sowas machen, dass wir den hier hinbauen. Die Mäuse freilassen, erstmal. Die sammeln dann einen Destruction-Token. Mit dem machen wir dann den hier wieder kaputt. Lassen die noch einmal zurückgehen. Können dann, sobald die alle oben sind, heißt das, hier noch zwei Destruction Tokens sammeln. Gehen dann noch mal hier runter. Oh. Und da habe ich nicht bedacht, dass Mäuse nur vier Dinger runterfallen dürfen. So ist das. So schnell geht das. So schnell vergisst man die Sachen, die einem im Spiel beigebracht werden. So, macht aber nichts. Da beginnen wir einfach noch mal von neu. Also sollte man sie erst wieder runterklettern lassen, bevor man alles zerstört. Ist vielleicht keine so schlechte Idee. So. So, jetzt klettern die alle wieder runter. Dann können wir den Destruction Token einsetzen. Und den Destruction Token einsetzen. Nochmal hin und her laufen lassen. So. Bitte wieder raus da. Mit dem Destruction. Was zum Teufel habe ich da getan? Nochmal. Hier musst du hin. Geht da bitte raus. Verschwindet. Ich habe hier zu tun. So, die eine, die hatte schon mal an dem Block gekratzt, deswegen ist sie noch einmal zurückgegangen. So, und schon kommt wieder was Neues ins Spiel. Nämlich Wackelpeterblöcke, Jelly Bricks. Die dämpfen den Fall und verhindern, dass Mäuse sterben, auch wenn sie aus 100 Blöcken Dings fallen, also aus 100 Blöcken Entfernung auf den Boden fallen. Das ist quasi, es ist ein riesiger Block Wackelpeter, da kann gar nichts passieren, also von daher. So, ebenfalls perfekt. Und den werde ich euch jetzt noch mal zeigen und dann schauen wir uns mal einfach den Editor an. So, place jelly to soften fall. Ist kein Thema. Okay, wir haben. Ich schaue gerade, wie wir das machen. Wir machen das so. Lassen dann die Mäuse frei. Denen passiert jetzt nichts. Warte darauf, dass er den kriegt. So, damit die den auch noch einsammeln können. Und dann geht's zum Käse. Kriegt man mit ein bisschen Denken jetzt alles noch mit, ne? Aber dann fangen die Level schon an, so auszusehen, dass sie nicht mehr auf einen Bildschirm passen. Und dann wird's auch teilweise ein wenig komplizierter. Ich glaube, das ist auch das Level, bis zu welchem ich gespielt habe. Okay. Ich mache das jetzt erstmal so. Und dann mache ich das auch. So, das müsste ja hinhauen.
Nee, das mache ich aber noch nicht. So, nein, nein, so auch nicht. Ich will ja, dass die jetzt daran noch kommen, ne? Also gehe ich noch mal wieder zurück. Sind dann schon wieder zwei Blöcke. Und da sterben sie dann wieder vom Fall. So haut das hin, ja. Das heißt, die kann ich dann schon mal freilassen. Muss man dann natürlich anschauen, wie es hier aussieht. So, hier muss ich warten, bis eine Maus da ist. Genau, das war's schon. Ja, nicht so kompliziert, wie man denkt. Aber ich habe einen Kristall übersehen, seht ihr? Ist dann schon wieder nur great. Hier wird es also dann schon ein wenig komplizierter. Wir schauen uns das nächste Level nur nochmal an. Ich werde es jetzt nicht mehr spielen, weil ich euch noch den Level-Editor zeigen muss. Aber ihr seht schon, dass es nach und nach immer ein wenig komplizierter wird, auch an alle Kristalle zu kommen und sowas. Aber so sind Puzzle-Games ja gedacht. Wenn es zu einfach ist, spielt sie ja keiner. Außer ich vielleicht. Ich mag einfache Puzzle-Games. Aber es ist eine schöne Sache, kann man nicht anders sagen. So, aber was ich euch jetzt zeigen möchte, ist eigentlich noch der Level-Editor, weil er relativ einfach gelöst ist. Ich habe hier zum Beispiel schon ein Level gemacht. Fall for It habe ich es genannt. Und weiß selber nicht mehr, wie es funktioniert, als ich es hergestellt habe. Das ist nicht so schön, ich weiß. Ich weiß, der hier muss hier hin, damit sie nicht sterben. Und den habe ich dann. Wow, ich habe mein eigenes Level vergessen. Das muss man erstmal schaffen. Wie habe ich das denn gemacht? Wie habe ich mir das denn gedacht? Ich glaube, ich habe mir das so gedacht gehabt, ne? Ja, ich glaube schon. Dann wollte ich hier. Ja, ich glaube, so habe ich mir das gedacht. Ich kann mein eigenes Level nicht mehr. Hervorragend. Hervorragend. Seht schon, ich habe schon ein bisschen damit gearbeitet, dass man dann, dass die Mäuse dann dahin müssen. Können sie hier jetzt wieder runterfallen? Jetzt spule ich mal vor. Zack. Ich habe mein eigenes Level gelöst, nachdem ich es vor. Ich wollte das Video schon länger machen. Vor einer oder 2 Wochen. Da habe ich das gemacht. So, das war interessant. So, aber wir gehen mal wieder zurück zum Menü. Denn den möchte ich euch natürlich auch zeigen. Das ist ein relativ einfacher Editor, wie man sieht. Und hier hat man die Solid Tiles, die man dann einfach seinen Wünschen nach anordnen kann. Ich mache das Ganze einfach jetzt nur mit einem Linksklick. Es verbindet sich dann auch selber. Hier sieht man dann auch noch, was noch kommt. Wasserhindernisse, Säurehindernisse. Hier ist dann jetzt zum Beispiel der Spawn quasi. Ich mache jetzt mal ein ganz, ganz einfaches Level. Indem ich einfach sage, hier 2 hoch und dann ist, sage ich mal, hier oben das Ziel da. Hier ist der Käse. Hier fangen sie an. Oder nee, machen wir anders. So.
Sagen wir einfach, hier fangen sie an. Können die hier mit einem Rechtsklick löschen. Dann haben wir hier zum Beispiel Spawn Jelly Brick. Den können wir dann aber auch hier oben einsetzen. Das sind dann die Blöcke, die man am Anfang gegeben kriegt. Und diese Jelly Blöcke kann man dann einfach, also man kann sich das dann, wow, das war falsch. Man kann sich das dann recht einfach machen. Ich weiß jetzt gerade nicht so, was mit der Kamera passiert ist, dass das hier so weggebuggt wurde. Wie gesagt, es ist noch eine Alpha. Das heißt, ich kann hier noch gar kein, noch nicht erwarten, dass das jetzt so perfekt funktioniert. Puzzle- und Arcade-Mode kann man sich dann zum Beispiel aussuchen. Ich mache mal jetzt Play Current Level. Der ist normalerweise, den habe ich jetzt nur zu Demonstrationszwecken dahin getan. Den wollte ich natürlich eigentlich nicht da haben. Jetzt gehe ich mal back to Editor und hoffe, ja, dass die Kamera wieder in Ordnung ist. Den würde ich jetzt natürlich löschen. Ich wollte halt nur sehen, wie lang der jetzt ist. Das waren vier Blöcke. Das heißt, hier kann ich dann drei Blöcke hochgehen. Dann sage ich, kriegst du hier noch einen normalen Brick. Den müsste er dann, nachdem die Mäuse gefallen sind, ja, das würde nicht funktionieren. Hier könnte ich jetzt Minus machen. Es ist alles noch ein bisschen blöd jetzt hier, dass die Sachen so ein bisschen überlappen jetzt hier oben. Aber wie gesagt, das ist alles noch so ein bisschen Beta. Mache ich einfach den, dass sie darüber klettern können. Wie gesagt, ich mache jetzt ein ganz einfaches Level. Sag mal hier einen normalen Brick, damit man da hochkommt. Den gebe ich ihm jetzt und kann dann sagen Play Current Level. Und wenn ich die jetzt freilassen würde, würden sie sterben. Siehst du? Repeat. Also müsste er zuerst den Jelly Brick da hinsetzen und damit sie hier hoch zum Käse kommen, müsste er hier eine Treppe bauen. So, zack. Funktioniert. Haben wir super gemacht. Dann drücken wir hier einfach auf Save Current Level, nennen es Complicated Master Level. Master Level. Hart. Voll das Trolling. Und dann müssten wir es hier haben. Ich kann da nochmal Save machen. Ja, ist okay. Und dann sieht man hier schon New Level. Ich weiß nicht, warum das jetzt auch nochmal gespeichert ist, dieses halbfertige. Aber hier sieht man dann seine fertigen Level, die man zusammengestellt hat. Und es ist wirklich kinderleicht. Jeder kann Level machen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn dieses Spiel draußen ist, unter Puzzle-Leuten, dass dann auch wirklich da so Interesse da ist, Level auszutauschen und sonstiges. Das Ganze ist auch, wie ihr seht, bei Steam Greenlight. Ich werde euch den Link zu Steam Greenlight unten auch in die Beschreibung packen. Wenn euch das Ganze interessiert, gebt dem Ganzen einen Daumen hoch. Wenn euch das Video gefallen hat, ebenfalls. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal beim Indie Spotlight oder anderen Videos. Und bis dahin, tschö!